bisschen... Oh nein, noch eins. Ich spiele nicht so gerne auf Beton. Ich glaube, jetzt Holz ist für mich. In Frankreich fließt der Fleural in Petrolerien. Zigtausend feste Sterne, doch bei uns passiert das nie. Atomlager, die sind sicher für die nächsten tausend Jahre. Für unsere Generation besteht um sicherlich kein Gefahr. Weil zwischen Welt passieren nie. Und wenn es dir gleich passiert, passiert es irgendwo in Russland. Aber sicher nicht da bei dir. Ein terrorsicheres Endlager haben sie in Deutschland gebaut. Doch kurz nach der Einweihung hat sie das Grundwasser beigestellt. Jetzt kostet 10 Milliarden, um den Sergo zu reparieren. Aber da bei dir wird so etwas sicher nie passieren. Weil Zwischenmau passieren nie. Und wenn es dir gleich passiert, passiert es irgendwo in Russland. Aber sicher nicht da bei dir. In Finnland haben sie einen neuen Reaktor konstruiert. Jetzt kostet es 10 Milliarden, statt 3 wie projektiert. Darum gibt es keine Subventionen für alternative Energie. Aber so was in Finnland, das passiert doch bei uns nie. Weil Zwischenmau passieren nie. Wenn es dann gleich passiert, passiert es irgendwo in Russland. Aber sicher nicht da bei dir. Geht das Flugzeug auf ein AKW, dann gibt's einen grossen Knall. Aber die Gefahr, dass das passiert, ist bei dir minimal. Am Rosten, dort wo ich in die Ferien gehe. Aber zwischenmal passieren nie. Wenn es dann gleich passiert, passiert es irgendwo in Russland. Aber sicher nicht da bei dir. Wolltest du grad neben AKW, so ist dein Risiko tausendmal grösser, zum Leukämie zu überkommen. So sagt das eine Studie, die ist aus Deutschland rausgekommen. Aber da bei dir, da ist das sicher nicht so. Weil Zwischenwellen passieren nie. Und wenn es dann gleich passiert, passiert es irgendwo in Russland.